Hallo, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit und zwar habe ich schon ziemlich viel vor. Ich will heute beim Darren wieder ein bisschen mit den roten Farbschichten weitermachen, bei dem Levi die ersten Farbschichten, da nehme ich euch mit. Zwischendrin will ich von zwei Babys, die ich mittlerweile hergeben möchte, noch zwei Umziehvideos machen, einfach dass Interessenten das dann auch sehen, weil dann sieht man es auf den Videos doch ein bisschen besser. Und ich guck mal, was ich heute alles noch machen möchte und vielleicht nehme ich euch hier und da und dort ein kleines bisschen mit. Dann die Videos, was euch gefallen, was euch interessieren, könnt ihr ja einfach mal angucken. Vielleicht ist ein bisschen was für euch dabei. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und bis recht bald. Das ist jetzt der kleine Darren. Ich habe ihn jetzt mal nur hier reingelegt, weil man es dann auch besser sieht von der Färbung her. Ich muss da jetzt natürlich noch einiges machen, aber man sieht jetzt schon den Unterschied. Ich habe jetzt nur mal zum Vergleich. Also so sieht er ungefärbt aus. Was ich als nächstes mache, sind jetzt noch die einigen Rottöne, die jetzt noch fehlen, weil bisher hat er ja fast nur die Fältchen und so gemalt und die Hautstruktur. Aber es fehlt ja dennoch so einiges. Also so sieht er ungefärbt aus, nur dass man mal den Vergleich hat. Da finde ich noch das Bäumchen. So, da ist noch ein ungefärbtes Beinchen. Also wie gesagt, ich habe den jetzt einfach mal nur da reingewurstelt in das, dass man es mal sieht. Ich glaube, im Licht wird man es ja fast noch besser sehen, aber man sieht da schon einen Unterschied. Also es hat sich schon einiges getan. Wir sind zwar noch nicht fertig, aber das, was wir getan haben, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf dem Video so gut sieht, aber ich denke, ein bisschen sieht man schon bei den Händchen genauso. Komm, gib mal eine Hand hier. Welche nehmen wir? Und da ist es genauso. Also man sieht schon den Unterschied zwischen dem Rohbausatz und so, wie wir jetzt im Moment sind. Ist also schon ein Unterschied zu sehen. Wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht fertig, aber so sieht es im Moment aus. Es ist immer noch viel zu tun. Es fehlt jetzt immer noch ein bisschen an Rot. Ich werde auch noch mal ein Wash drüber machen. Dann, was natürlich ins Auge fällt, sind, dass die Nägelchen fehlen. Das ist auch noch mal ein ganzes Stückchen Arbeit, bis die hübsch sind. Aber man sieht jetzt schon, dass die Falten alle bearbeitet sind. Und die Blautöne kommen schön rüber. Die Hautstruktur. Ja, im Gesicht ist noch ganz viel zu tun. Aber selbst das sieht ja schon ein ganzes Stückchen anders aus. Also es ist ganz genau der gleiche Bausatz. Hier, komm mal her. Am Ohr muss ich noch vieles machen. Da fehlt noch der Blauton drin. Das sieht jetzt noch ein bisschen arg unnatürlich aus. Ja. Ist zu rot. So. Ich wollte es nur mal zeigen, dass man so den Unterschied jetzt mal sieht zwischen dem Rohbausatz und diesen bereits angefangenen Teilen, dass man einfach mal sieht, in welche Richtung das geht. Das ist nochmal das andere Bein. Unten haben wir auch schon ein bisschen rot. Ja, also so sieht jetzt im Moment der Darren aus und den Levi fangen wir ja heute auch noch an. Da nehme ich euch dann aber auch ein bisschen wieder mit, dass ihr ein kleines bisschen was zum Gucken habt. Ja, also dann bis bald.
das Umzugsvideo, was wir jetzt dann machen und wo ich sie dann auch schon halbwegs reisefertig mache, das ist die kleine Estelle. Die darf im Moment noch hier abschlummern. Und da liegt sie ganz süß. Aber ich brauche dringend Platz und dann darf die Kleine im Haushalt mal gehen. Ja. Und dann habe ich hier noch den kleinen Julie. Bei mir ist es ein Junge, wobei es ist eigentlich ein Mädchen. Es ist die kleine Julie. Und ich finde sie so süß. Aber wie gesagt, ich brauche dringend Platz. Ich kann sie auch mal rausholen. Also sie ist eine ganz zarte, süße Maus. Ja. Ja, sie hat auch gerote Haare und das zeige ich euch dann aber auch noch im Video. Und hat eben die süßen kleinen Nägelchen. Ja. Magnetschnulli. Die zeige ich euch dann, wenn ich sie umgezogen habe. Diese kleine Grinsebacke darf jetzt noch nicht gehen, an der habe ich noch ganz viel Freude. Aber ich kann es euch dennoch mal zeigen. Oh, er hat jetzt bloß ein Mützchen, und das können wir auch ausziehen. Ja, ja ein bisschen strubbelig wieder, gell? Ja, ein bisschen strubbelig. Ja. Aber die Maus bleibt noch bei mir. Die grinst mich immer so süß an, und der habe ich noch total viel Freude. Und immer wenn ich dann an ihr vorbeikomme, und ja, die macht mich richtig glücklich, die bleibt noch hier. Ganz kleiner Spätti, ja. Und die hat auch so schöne Nägelchen, du bist Judin. Ganz verbuddelt. Ja, da. Die sind auch ganz gut geworden. Komm mal her, Spätti. Wirklich verbuddelt. Vielleicht sieht man sie ganz gut. Ja. Die schaukelt hier dann noch in meinem Zimmer noch eine Weile. Und da habe ich einen Bausatz, der ist einfach noch nicht fertig geworden. Da bin ich im Moment im Roten, kann ich euch aber auch mal zeigen. Das habe ich noch unten liegen. Das Köpfchen, das nehme ich überall mit. Und das ist, glaube ich, die kleine. Entweder ist es die Annie oder die Johanna, aber das müsste ich nachgucken. Und die bleibt auch noch ein bisschen da, weil sie liegt da so, als ob sie da einfach hingehört. Und ich kann sie da einfach auch noch nicht hergeben. Also die bleibt auch noch eine Weile da, die Kleine. Die passt da so schön hin.